Jedi-Meister Keen-Dor Warsim meldet sich. Der Rat der Jedi erbittet Informationen über den aktuellen Aufenthaltsort. Wir befinden uns gerade 2 Parsec von Flora. Eine republikanische Flotte in der Nähe des Yavin-Systems hat uns gemeldet, dass sie Kontakt zu einem Einheimischen des Planeten Yavin XI aufgenommen haben, welcher Informationen über Schlachtpläne und Angriffsstrategien der Separatisten haben soll. Begebt euch mit eurem Padawan nach Yavin XI, um ihn zu treffen und herauszufinden, was er weiß. Diese Informationen können ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Krieges sein. Aber seid auf der Hut, der Rat hat kein gutes Gefühl bei der Sache. Verstanden. Mein Padawan und ich werden uns der Sache annehmen. Starte Übermittlung der Koordinaten. Empfange Koordinaten und machen uns auf den Weg. Hey, Bren. Ja, Meister? Lust auf einen unbekannten Informanten, an den sogar der Rat zweifelt? Auf jeden Fall. Na dann los. Mir gefällt es hier nicht. Schauen wir, dass wir so schnell wie möglich den Informanten finden. Ja, Meister. Da lang. Herr Meister, ich war mir doch sicher. Ich wusste genau, wie ich die Drohnen ausschalte. Ja, aber dadurch hast du die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Nun wissen die Separatisten, dass die Jedi sich bei den Aufständen auf Utapau eingemischt haben. Du solltest versuchen, in solchen Situationen ruhiger zu bleiben und die Situation besser einzuschätzen. Das verstehe ich nicht. Die Mission war doch erfolgreich. Warum müsst ihr immer an meinen Methoden zweifeln? Weil es nicht zum Verhalten der Jedi gehört. Wir wollen den Krieg verhindern und nicht weiter anstacheln. Wegen solchen Aktionen verschärfen sich die Konflikte der Republik und den Separatisten nur noch mehr. Das ist doch Blödsinn. Wir haben in keinster Weise gegen den Kodex der Jedi verstoßen. Und trotzdem kritisiert ihr und der Hohe Rat mein Verhalten. Ich kritisiere dich nicht, Bren. Ich bin ein Meister und habe daher die Aufgabe, dich zu unterrichten und auf deine Fehler hinzuweisen. Auf Utapau warst du viel zu hektisch und hast riskant reagiert. Das hätte schiefgehen können. Hätte schiefgehen können. Hätte. Es ist immer das Gleiche mit euch. Ihr lebt in der Vergangenheit. Es ist aber nicht schief gegangen. Beruhige dich jetzt, Bren. Konzentriere dich. Vergiss nicht, wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir besprechen das, wenn wir auf Coruscant zurück sind. Nein, wir besprechen das jetzt. Nein, Bren, wir gehen jetzt zum Treffpunkt. Dann könnt ihr alleine hingehen. Bren! Nein, ich gehe da lang. Ich fühle den Treffpunkt schon alleine. Hey. Hey, antworte mir. Trägst viel Hass in dir. Wer seid ihr? Leg lieber dein Schwert weg, Bren. Du bist schwach. Dein Kampfstil ist schlampig. Nutze deinen Zorn. Fühle ihn. Es ist eine Falle. Bren! Komm auf die dunkle Seite. Ich werde dich lehren und du wirst stärker. Stärker, als du es jemals sein könntest. Niemals! Dann stirb! Das würde ich lieber lassen. Na, Bren? Hast du unseren Informanten gefunden? Ja, so in etwa.